Hi, ich bin Ilka und in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr diese unkomplizierte Bluse nähen könnt. Wir haben hier verschiedene Variationen beinhaltet, die ich euch jetzt an der Nähmaschine zeige. Wir starten zuerst mit dem Vorderteil. Ich habe zwei Passenteile, die habe ich jetzt zweimal nach innen eingebügelt und eben festgesteckt. Und wenn ich die zwei Teile hier übereinander lege, dann kann ich jetzt, also muss ich erst überlegen, in welche Richtung soll später meine Bluse, mein Hemd dann aufgehen. Dann sind meine zwei Teile genauso breit wie die untere, also wie das untere Vorderteil. Und jetzt lege ich, oder ich kann das hier noch kurz feststeppen, dass mir da nichts verrutscht, oder ich stecke hier eben eine Nadel rein, dass das fixiert ist. Und jetzt lege ich die untere Passe, also das untere Vorderteil auf die Passenteile und steppe das Ganze mit einem geraden Stich hier zusammen. Und später muss ich das bei der Gauze dann eben auch nochmal mit der Overlock versäubern, weil es vielleicht ein bisschen aufribbeln kann, weil es einfach auch ein bisschen schöner aussieht. Ansonsten nähst einfach ein Schrägband auf, das geht auch. Ich habe jetzt das Teil zusammengenäht. Wenn du möchtest, kannst du die Nahtzugabe auch nochmal hier entsprechend absteppen. Ansonsten habe ich jetzt hier die Seitennaht und den Saum versäubert, weil ich später hier ein kleines Schlitzchen hier einarbeiten möchte. Ja, dann starten wir jetzt gleich mal mit dem Raglanärmel. Ich nähe jetzt den Raglanärmel an. Hier ist im Vorderteil immer ein Knips, hinten zwei. Und dann lege ich jetzt meine zwei Ärmelteile entsprechend auf mein Vorderteil rechts auf. Nähe jetzt hier die Naht zusammen und versäube auch die mit der Overlockmaschine. Ärmel sind dran. Jetzt kann ich auch hier mal nochmal die Nahtzugabe ausbügeln und absteppen. Und jetzt lege ich hier mein Rückenteil hin und nähe entsprechend die zwei Nähte rechts auf rechts zusammen und versäube auch hier. Ich habe jetzt den Raglanärmel eingenäht. Bevor ich jetzt die Seitennaht schließe, muss ich jetzt gucken, habe ich jetzt eine kleine Größe, habe ich einen weiten Ärmel, weil bei diesem Modell wird es auch noch eine Mädchenvariante geben. Und der weite Ärmel wird unten eingekräuselt. Entweder schlage ich den, wie wir es kennen, nach innen ein und ziehe ein Gummiband ein, das zeigen wir auf der anderen Seite, oder was empfehlenswert ist, auch gerade für die kleinen Größen, ich nähe jetzt ein Gummiband auf. Besonders gut eignet sich hier unser elastisches Gummiband. Das ist sehr schön weich und eben dann später auch kaum zu spüren. Das heißt, ich nähe das Gummiband jetzt auf die linke Ärmelseite auf. Und zwar mit Zug, dass sich der Ärmel später hier schön einkräuselt. Und dann schlage ich das nach innen ein und steppe es ab. Alternativ ist, kann ich auch machen, ich versäube mir hier die Nahtzugabe und nähe das Gummiband einfach ein Stückchen weiter oben auf. Auch das ist eine schöne Idee, dann ist der Arm dann eben ab da unten eingekräuselt. Also gibt es so verschiedene Variationen, da könnt ihr ruhig ein bisschen kreativ werden und damit spielen. So, und jetzt nähe ich jetzt einfach mal dieses Gummiband mit einem geraden Stich auf. Lass mir hinten ein bisschen Nahtzugabe stehen, dass ich das Band greifen kann. Das Durchsichtige sieht man natürlich jetzt nicht so gut. So, ich halte hier, ich ziehe es nach vorne und jetzt nähe ich das Ganze hier ab. Ungefähr auf einen Zentimeter Nahtzugabe, weil das hier auch auf einen Zentimeter hin oder her nicht ankommt. So, und dann hier schön eingekräuselt, schneide ich mir das hier gründlich ab und schlage es im nächsten Moment nach innen ein. Dann ist auch mein Gummi nicht mehr zu sehen. Hier müsste ich jetzt auch erst nochmal mit der Overlock hier drüber gehen oder mit einer Versäuberungsgeschichte bei Stoffen, die ausfransen. Und dann steppe ich das Ganze jetzt hier einmal mit einem geraden Stich ab und halte währenddessen das Ganze Band wieder auf Zug. Da muss ich hier wieder ein bisschen mithelfen von hinten. Und dann steppe ich den Ärmel hier rein. Und das macht eben bei den 62er Größen total Sinn, weil das ist später ein richtiges Gefummel, wenn ich einen Tunnel nähe und muss dann Gummiband einziehen. So. Damit ist es jetzt hier eingekräuselt und jetzt kann ich die Seitennaht schließen. Ich lege jetzt Vorderteil und Rückenteil aufeinander, gucke jetzt beim Schließen, dass hier meine Stoffkanten in dem Falle bündig aufeinander liegen, dass ich das hier sauber abschließe.
Und dann muss ich mir jetzt noch überlegen, wie, wenn ich einen Schlitz haben möchte, wie hoch soll der sein? Deswegen habe ich mir jetzt hier alles separat versäubert im Falle der Schlitzverarbeitung und stecke mir hier eben eine Nadel. Und dann nähe ich von diesem Punkt bis zum Ende des Saums erstmal die beiden Teile zusammen. Ich habe das jetzt hier zusammengenäht und ne, hier perfekt getroffen. Und damit ist dann Ärmelsaum auch versäubert. Gut, hier unten habe ich jetzt meinen Schlitz, das heißt, ich habe bis dahin genäht. Und jetzt bügele ich die Nahtzugabe nach innen an beiden Seiten und bügele mir hier unten meine Nahtzugabe entsprechend nach oben und dann steppe ich das Ganze ab. Jetzt habe ich das gebügelt und gucke dann immer, dass eben auch später meine zwei Schlitze entsprechend gleich lang sind. Ja, und dann drehe ich das Ganze, ich steppe es gerne von rechts ab. Das heißt, ich lege erst die Saumnahtzugabe nach außen, dann steppe ich jetzt mit einem geraden Stich knappkantig nach oben bis zum Schlitz. Nadel stecken lassen, Füßchen heben, das ganze Teil hier drehen, dann entsprechend auf die andere Seite und dann steppe ich das wieder nach unten. Relativ einfache Sache. Dann habe ich hier meinen Schlitz abgesteppt und dann schlage ich später, ich muss mal alles hier versäubern, meine Nahtzugabe nach innen ein, lege das Ganze unter die Maschine und damit wäre dann eben auch die Nahtzugabe hier unten entsprechend umgenäht. So, das ist jetzt dann auch schon die Schlitzverarbeitung, also das ist jetzt wirklich kein Hexenwerk, ne? Und damit gehen wir mal auf die andere Seite. Da habe ich es mich jetzt in einem geschlossen. Das Teilchen hat ja ein bisschen Weite. Das heißt, du könntest jetzt auch hergehen. Also Weite, das heißt, du musst jetzt nicht zwingend den Schlitz einarbeiten. Bei Mädchen schaut es ja auch ganz süß aus, wenn ich das jetzt hier so einkräusle. Das heißt, ich nehme ein Stück von meinem Gummiband und nähe es einfach auf die Seitennaht auf die Nahtzugabe. Da kann ich mir entsprechend gucken, welche Position ich haben möchte. Und dann nähe ich das jetzt entweder auf die Seitennaht auf oder ich kann auch von rechts das Ganze im Nahtschatten abstecken. Da muss ich allerdings auch schon gut nähen können. Deswegen würde ich sagen, wir nähen es jetzt mal auf die Nahtzugabe auf. Das ist auch für Anfänger super einfach umzusetzen. Also, ich stelle mal an, also verriegel. So, jetzt nehme ich, wie vorhin gezeigt, mein Gummiband und dehne es beim Nähen. Ups, das ist eine schöne Sache, die man so für Mädchenblusen machen kann, unten am Saum, dass es hier sich dann später ein bisschen nach oben zieht. Oder auch beim Kleid unten am Saum ist das eine schöne Sache. Und dann steppe ich dann hier später die Nahtzugabe einfach in einem rundherum nach innen ein. Und dann zeige ich jetzt hier nochmal die Sache mit dem Ärmel. Das heißt, hier würdest du auch wieder versäubern, würdest dann die Nahtzugabe einmal nach innen einschlagen oder eben zweimal um einen Zentimeter. Aber man sieht schon, ne? Das ist schon eine kleinere Größe. Schon nicht ganz so einfach, 1 Zentimeter, nochmal 1 Zentimeter, das erspart das Versäubern. Und dann würdest du jetzt rundherum hier einen Tunnel nähen. Ups, zu früh hingelangt, also 1 Zentimeter und nochmal 1 Zentimeter. Das könntest du dir auch noch einbügeln, bevor du die Seiten nachschließt. Dann kommst du dann nochmal ein bisschen besser ran. So, und dann wird jetzt hier das Ganze rundherum geschlossen. Jetzt habe ich hier eben rundherum einen Tunnel abgenäht und könnte jetzt hier eben mit der Sicherheitsnadel ein Gummiband rundherum einziehen. Dann würde sich der Arm auch hier so einkräuseln. Das ist ja so die klassische Variante, die wir kennen. Ich habe jetzt den Beleg mir gegen gleich aufgesteckt oder aufgelegt. Die Knipse vom Beleg treffen auf die Raglan-Nähte und jetzt nähe ich den Beleg erstmal rundherum auf. Jetzt steppe ich den Beleg flach ab, das heißt, ich lege meine Nahtzugabe unter den Beleg
lege mir das Ganze so in die Maschine ein und steppe auf dem Beleg die Nahtzugabe fest. Kann ich hier immer noch mal fühlen. Und damit legt sich der Beleg gleich wie von automatisch nach innen ein und erleichtert mir das Bügeln. Durch das flach abgesteppte kann ich jetzt den Beleg wunderbar nach innen einbügeln. Ich lege es mal hin, dann sieht man das ein bisschen besser. Na, der legt sich jetzt hier wunderschön rein. Und jetzt bügele ich den Beleg erstmal sauber aus. Jetzt ist das Ganze hier sauber ausgebügelt. Und jetzt nehme ich meine vordere Leiste, schlage sie an der oberen Kante nach innen ein und entsprechend an meiner Bügellinie, die ich ja vorhin eingebügelt habe, schlage ich die Leiste nach innen und stecke sie fest. So, und dann steppe ich den ganzen Halsausschnitt rundherum fest. Ja, und damit muss ich jetzt nur gucken, dass hier meine Stoffkanten hier bündig aufeinander liegen. Und jetzt habe ich hier meine Naht von diesem Flachgesteppten. Entweder steppe ich da jetzt nochmal drüber, was sich jetzt anbietet, oder ich lege mir das Ganze so in die Maschine ein, dass ich von rechts steppe. Und dann wird der ganze Halsausschnitt hier einmal abgesteppt. Dann starte ich aber auch von der anderen Seite. Ich steppe jetzt den Halsausschnitt hier von rechts ab. Da kann ich die Naht immer besser sehen. Und dann mache ich das in einem rundherum durch. Und damit ist der Beleg auch schön abgesteppt. Damit ist jetzt der Beleg abgesteppt. Also hier habe ich natürlich, wenn ich vorher flach gesteppt habe und dann nochmal von rechts, da habe ich verschiedene Linien. Sind sie ja hier auch in dunkelblau, sonst wenn du sie im farbigen Garn nimmst, sieht man sie nicht. Und wenn du es anhast, sieht man eh nur die schöne Linie von außen. Und jetzt wird, also vorher könntest du den Beleg hier natürlich auch noch versäubern, dass der hier entsprechend schön drin liegt. Und jetzt wird hier, also werden noch Knöpfe angebracht, Jersey-Knöpfe oder eben Knopflöcher. Und damit kannst du dann die Leiste entsprechend auch schließen. Und damit ist dieses wunderhübsche Blüschen auch schon fertig. Ja, ob mit Schlitz oder mit einer Kräuselung an der Seite. Wir werden da auch noch ein paar Ideen im E-Book mit reinbringen. Und falls euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich über ein Like. Und dann mal nix wie ran an die Nähmaschine und näht euch mal ein paar schöne Sommerblusen.